ich doch unter die Antwort vergessen. Ihr seid beide schon etwas angespannt. Ich erkläre euch aber noch mal kurz, worum es geht. Zu den Regeln. Der Teleprompter ist diese Scheibe hier vor der Kameralinse. Auf dieser Scheibe ist ein Text, den Menschen beim Fernsehen einfach ablesen können. Und es sieht so aus, als würden sie es frei sprechen. Ich benutze sowas nicht. Natürlich nicht. Aber für euch ist wichtig, dass ihr jetzt gleich ebenfalls einen Promptertext bekommt. Der Promptertext läuft in einer Geschwindigkeit ab. Der richtet sich nicht nach eurer Lesegeschwindigkeit, der läuft einfach durch. In diesem Promptertext sind 10 Lücken. Diese 10 Lücken müsst ihr mit den richtigen Antworten füllen. Und wenn ihr die Lücke richtig füllt, bekommt ihr einen Punkt. Da es 10 Lücken sind, gibt es hier maximal 10 Punkte zu holen. Und da wir bei einem Punktestand von 16 zu 18 sind, hast du einen leichten Vorsprung von 2 Punkten. Und wir würden dich dementsprechend bitten, liebe Nilam, einmal ganz kurz die Brille und die Kopfhörer aufzusetzen. Und dich, lieber Fari, würde ich mitnehmen. Wir haben ein ganz besonderes... Wenn ich 0 Punkte mache oder 1, ist das Ding eigentlich schon durch, ne? Ja, ey, ihr habt mich heute gebrochen, Jogo. Du hast mich heute gebrochen. Mit dieser komischen, nicht Figi, also nur eine Regel, nur als Regel. Ja, alles gut. Ich würde jetzt keinen Punkt mehr abnehmen. Wir sind vom Halbfinale, das wäre unfair. Echt? Ja. Nein, nein. Oh. Aber, das sage ich nur deshalb, weil wir jetzt rübergehen. Warte. Das ist ein Setting. Das dürfte dir liegen. Das ist so ein bisschen. Porno-Set, oder was? Es ist wirklich, gib dem Mann 30 Sekunden und du verwandelst es sofort. Nützt mir nichts. Nein, bleib doch mal hier. Ich bin doch hier. Ich muss das gut spielen. Du hast eben selber gesagt, ich bin ein toller Schauspieler. Ich fass dir gleich an deinen dünnen Sack, ey. Okay, reicht. Ich reaktiviere das Ding. Okay. Also, wir sind hier. Ich bin der Detektiv. Du bist der Verdächtige. Ja. Und ich schubse dich jetzt gleich da rein. Mhm. Und dann setzt du dich da auf den Stuhl, setzt mich auf die andere Seite. Dein Prompter ist da vorne, wo diese große Kamera ist, die kennst du. Und dann legen wir los. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ey, rein mit dir jetzt da! Mann. So, ich hab die Faxen dicke. Ich will jetzt wissen, wie das Ding gelaufen ist. Du sagst mir sofort, was Sache ist. Also, ich habe jetzt keine Fragen mehr, ich will jetzt Fakten. Na schön, Detektiv, ich packe aus. Wie ein Influencer die Produkte in ihren Videos, dort nennt man das allerdings Unboxing. Chapeau schon mal an die Spürnase. Sie haben offensichtlich enorm viele Neuronenverknüpfungen im Hirn, die sogenannten Dings da. So unsicher wie ein Schatten in einer mondlosen Nacht. Niemand bemerkt mich, niemand erwischt mich. Dieses Mal stand Ihnen vielleicht die römische Göttin des Glücks. Fortuna zur Seite. Wissen Sie, Detektive, ich ziemlich gern die Songs der Ex-Girl-Gruppe um Beyoncé, Kelly, Rowlands, Nance, Destiny's Child. Vielleicht liegt das daran, dass auch ich ein Kind des Schicksals bin, denn das hat mich jetzt hier zu Ihnen geführt. Aber ich muss gestehen, ich bin ebenso entbehrlich wie der unterste Abschnitt Ihrer Wirbelsäule, des Po-Loch. Um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein, ich bin nur ein kleiner Fisch, so wie der Rollmops herstellt. Das ist nämlich der eingelegte Fisch. Werden gerade mindestens ein Dutzend, also 12 große Coups in der Stadt gelandet. Da draußen gelten die Gesetze des Dschungels und die Frage ist, ob sie zu den Biologe in der Bezeichnung für die Gruppe von Hamburger Kinderdetektiven aus der Kika-Serie die Spürnasen. Aber ich bin nun wirklich kein Kriminalist, wenn Sie meinen. Buchen Sie mich ein, am liebsten an das bekannteste Gefängnis aus dem Harry Potter-Universum. Nämlich Lord Voldemort Gefängnis. Aber ist genauso Schall und Rauch wie meine kriminelle Karriere. Ist das bitter? Hey, das war doch gut. Hör auf, das war gut. Guck mal, nein, 20 Punkte. Es ist 18. Alles gut. Ich gönne es dieser Lady, dieser wundervollen, ist so schön, dass ich mich nicht hören kann, dieser wundervollen, so von Herzen. Ich bin genauso ambivalent wie du. Man gönnt es seinen Mitstreiterinnen innen so sehr. Ich bin, aber gleichzeitig weiß ich auch, was für eine perverse Show auf die Leute warten würde, wenn ich das Ding mache. Und die ist so dreckig, ich glaube, die wird von Anwälten wird die niedergedrückt. Deswegen. Darf ich's? Ja, du darfst. Entschuldige, wollte ich nicht erschrecken.
Fari hat tatsächlich nur 2 Punkte mehr als du. Das heißt, mit 2 richtigen Antworten von dir haben wir ein Stechen. Also mit 3 richtigen Antworten. Mit 3 richtigen Antworten sehen wir beide uns im Finale. Fari ist gerade sehr traurig. Nein, es ist alles gut. Ich gönne es dir von Herzen. Weil ich muss ja erst mal warten. Räum ab. Die sind so einfach, die Dinger. Die sind so einfach. Setz sie nicht unter Druck. Das ist echt Pressure jetzt. Nein, das also, ist was? Wir haben folgendes Setting. Ich bin der Detektiv, du bist die Verdächtige. Süß. Ja. Und wir sind jetzt gleich im Verhör. Wichtig ist, der Prompter liegt dort auf. Das heißt, du guckst über meine Schulter. Du sitzt dort und mit deinem Hinsetzen geht's los? Mit dem Hinsetzen? Nee, ich setze mich noch kurz dahin. Ach so. Und wenn ich dann fertig bin, ich muss nur kurz noch in meine Rolle rein, nachdem du sitzt. Okay, ich bin drin. Also dieses Spiel und ich liebe es. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf irgendwelche Faxen, Frau Farouk. Ja? Haben wir uns da verstanden? Ja, okay. Ich will jetzt Fakten. Ja, schauen wir mal. Na schön, Detective, Sie haben mich. Ich packe aus, wie Influencer die Produkte in ihren Videos. Dort nennt man das allerdings Haul. Chapeau, schon mal an die Spürnase. Sie haben offensichtlich enorm viele neuronale Verknüpfungen im Hirn. Die sogenannten, normalerweise bin ich so unsichtbar wie ein Schatten in einer mondlosen Nacht. Niemand bemerkt mich, niemand erwischt mich. Dieses Mal stand Ihnen vielleicht die römische Göttin des Glücks, Fortuna, zur Seite. Wissen Sie, Detective, ich höre ziemlich gern die Songs der Ex-Girl-Group um Beyoncé und Kelly Rowland namens Destiny's Child. Vielleicht liegt es daran, dass auch ich ein Kind des Schicksals bin, denn das hat mich jetzt hier zu Ihnen geführt. Aber ich muss gestehen, ich bin ebenso entbehrlich wie der unterste Abschnitt Ihrer Wirbelsäule, das Steißbein. Um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein, ich bin nur ein kleiner Fisch, so wie der, aus dem man Rollmops herstellt. Das ist nämlich der, liebe ich, Hering. Während wir zwei hier sitzen und miteinander plaudern, werden gerade mindestens 12, also halbes Dutzend, 6, 12 große Coups in der Stadt gelandet. Da draußen gelten die Gesetze des Dschungels und die Frage ist, ob Sie zu den Karnivoren gehören, in der Biologie eine Bezeichnung für Karnefleisch, Fleisch oder sich mit Fallobst begnügen. Detective, Sie sind vielleicht so genial wie die Gruppe von Hamburger Kinderdetektiven aus der Kika-Serie, die TKKG. Wenn Sie meinen, buchten Sie mich ein. Am liebsten in das bekannteste Gefängnis aus dem Harry Potter-Universum, nämlich Azkaban. Aber was erzähle ich? Der Name ist genauso Schall und Rauch wie meine kriminelle Karriere. Nina Farouk, kommen Sie mal mit. Ich glaube, ich habe einen weiteren Verdacht. Das waren mehr als die 2 fürs Stechen. Das waren noch mehr als die 3 fürs Finale. Das waren... Ja. Achtung, das waren 6 richtige. 6 richtige. Und damit sehen wir beide uns im Finale. Und wir beide, lieber Fari, wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche Dienstag, großes Staffelfinale. Ich verspreche dir Schnaps. Ich verspreche dir alles, was du willst. Außer der Buzzer, der bleibt. Tschüss, ihr Mannsohn! Fari Adem, vielen Dank für heute Abend. Dein Applaus, dein Walk of Shame. Danke, Fari. Warte mal, hä? Aha. Scheiße. Leider nur Platz 2, Fari. Können wir die Frage davor noch einmal machen, bitte? I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Oh, ich Tüdelnase. Ja, aber Fari, wir werden heute eine neue Regel einführen. Ich hab doch schon gesagt, dass ich mich besser, du Arschgeige. Das ist Blätter.